So, der Kopf wird abgeschnitten von diesem wunderschönen Fisch. Ja. Was ist denn Makrele, oder? Das sind schöne Geräusche, wie man auch sieht, wunderbar gewachsen, allzu fett, schön fest. Also durch das Räuchern wird die noch mal so prall, ne? Ja. Und der Kopf, wie gesagt, wird weggeschnitten, der Schwanz, das Schwanzende wird weggeschnitten, beides eigentlich draußen zu Hause, nehme ich da immer noch ein bisschen draus, weil es schmeckt ja wirklich gut. Ja, ja, das glaube ich. Und, aber das wird bei uns zu lange dauern, so wir müssen es ja immer gucken, und dann, dass wir fertig werden. Ne? Und wie gesagt, Kopf und Schwanz. Und jetzt wird es gehäutet. Was ja, ja, was ja eigentlich den Fisch auch ausmacht. Ja. So, das mache ich jetzt hier. Schön wird das, die Haut abgezogen. Ja. Makrele, Makrele. Oh. Was für Leckeres, ja. So, da zieht es so ab. Aber auch frische Makrelen können gut sein. Ich war mal in der Türkei auf so einem Schiff im Urlaub. Da haben die uns Makrele so in Tomaten gedünstet. Das war wunderbar. Aber als sie dann in einer Woche zum sechsten Mal die gemacht haben, dann war es uns zu viel. Ja. Also jetzt ist Schluss. Ich esse eigentlich sehr gerne Fisch. Aber nicht jeden Tag Makrele. Nee, nicht jeden Tag. Nur jeden zweiten. Ja. Oder anderthalb Fisch, wa? So. Jetzt kommt noch das Rückgrat raus. Jetzt kommt es raus. Oh, der ist aber schön geräuchert. Oh, wunderbar. So, muss man darauf achten, dass nicht Gräten drin bleiben? Das, das ist ganz, ja, da muss ich aufpassen. Es darf keine Gräte drin sein, denn wenn die in den Hals kommt, dann kann es passiert sein, dass man dann überhaupt ja nicht mehr... Den Erstickungstod stirbt. Natürlich. Der Dutsch eigentlich zu Hause mal. Ja. Wirklich gut, schön. Gut, das ist aber auch gefährlich. Naja. Ganz fein. Sehr schön. So, super, so. So, jetzt Vorsicht, alles raus. Das sieht hier. Ah ja, das muss auch noch weg. Die Hauptgräten. Ja. Die müssen weg. Ja. Das ist auch eigentlich so viel. Das riecht so toll. Das ist auch, das schmeckt. Ja, leider haben wir noch kein Geruchsfernsehen. So. Das darf ich auch wegnehmen. Ach, hier. Ja, ja, ja. Ja, das lege ich jetzt hier hin. Jetzt sind schon die Gräten alle raus. Ne? Ja. Daher mit der Gabel schön klein. Hier noch was drin. Nicht, nein, kommt auch rein. Hier kommt ganz genauso. Kommt das noch mal raus. Und das Ganze wird ein Brotaufstrich. Ne? Das wird ein Brotaufstrich. Ja, ich habe immer mit der Wurst immer, das ist ja dann auch langweilig, wa? Ja. Dann habe ich gedacht, Makrele schmeckt ja auch gut, aber vielleicht kann man die irgendwie veredeln. Kommt diese Sardine da auch rein? Die kommt dann auch rein, ja. Ah. Vielleicht kommt, eigentlich so schnell. Ja, aber, ja, aber heute sind wir etwas großzügig. Ja, so. Ich mache die lieber nicht auf, weil mir. Nee. Ich bin da ganz schlecht und dann. Ja, nur vor allem die Finger riechen ja, wenn man mit dem da zusammenkommt. Ne? Eine kleine Grät. Riecht dann so fischig, ne? Ja. Naja, ein bisschen fischig. So, das ist jetzt eigentlich. Das ist es, das kann ich jetzt nicht weg. Ach, das ist aber schön. Moment, ich mach mal noch ganz kurz mit dem Schlüssel abwischen. Ja, super. So. Super. Und jetzt manche ich das durch. Wir sollen noch ein bisschen sauber halten. Alles ist ja nicht so schön sauber hier. Ne? Ja, 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 ja. So. Und beim Durchmanschen entdeckt man da und da noch mal eine Gräte. Die mache ich dann hier rein. Ja. Genau. So. Kochen Sie eigentlich regelmäßig? Ich koche eigentlich nur zu Hause. Mir so Sachen. Ich hole mir dann für sich selbst? Nur für mich, ja. Das und wenn ist ja auch ungewöhnlich. Ja, und wenn ich mir mal. Ich mache mir auch manchmal so richtig schön Borscht-Eintopf. Ja. Das habe ich noch von meiner Mutter. Die hat so richtig schön. Kaufe ich mir schön Rippchen. Mhm. Und, also, Sie mögen die deftige, die Hausmannskost, die richtig so. Ja, auch saisonal, auch dass Sie also darauf achten, was es zu den Jahreszeiten gibt? Ja, natürlich, so, gerade so. Weil jetzt ist ja am besten, wenn ich das im Winter, wenn ich mir dann Tomaten hole und verbrodet, ist ja, die riechen zwar die Risptomaten, nee, aber riecht Geschmack nicht. Zweck. Und dann habe ich einen Bruder. Und die Erdbeeren im Winter, ne? Absurd. Nee, mag ich nicht. Nee, und dann habe ich einen Bruder, der wohnt in Ludwigsfelde, das ist südlich von Potsdam. Mhm. Der hat einen großen Garten und da hat er hier. Frische Kräuter. Hier Tomaten und alles. Was schön, schön. Und dann mache ich mir dann so einen schönen Tomatensalat oder sowas. Oder koche mir so einen Borsch. Sehr schön. Und dann koche ich aber ein bisschen mehr. Ne? Der wird doch jeden Tag besser, oder? Wenn klar, der steht. Natürlich. Oh. Und ich friere dann aber auch ein. Ach so, auch gut. Ja. Das tue ich auch mit verschiedenen Sachen. Ja. Ich friere mir zum Beispiel, ich mache selbst meine Brühe. Hühnerbrühe, Gemüsebrühe für Risotto und für solche Sachen. Und die friere ich mir auch an. Ja. Na wunderbar. Und wenn das jetzt so eingefroren ist, komischerweise, wenn man das dann auftaucht,
Bett schmeckt. Na, wunderbar. Was, Olli, wie das kommt? Ja, durch das Liegen, durch das länger Liegen. Ah, so, ja. Jetzt bin ich gespannt, ob Sie das richtig aufkriegen. Ja, ja, natürlich. Ah, ja. Ich habe ja schon zig Büchsen geöffnet. Ja, das glaube ich. Ich auch, aber bei mir ist es meistens daneben gegangen. Ja. Sie haben ja auch mehr Kraft. Ja, man muss aber so aufpassen, dass es nicht spritzt. Ja. Ach, ich lasse es so. So, das habe ich aber. Und jetzt nehme ich schön hier das Öl, das ist ja wichtig. Ah, das Öl ist das, was die. Ich habe mir überlegt, wie schaffen Sie das, dass das nicht so trocken bleibt? Ja, das ist das Ding mit dem und Öl. Nur das Öl oder auch? Ja, das kommt nur noch an. Alles. Jetzt matsche ich erst noch ein bisschen. Uiuiui, ja, ja. Der große Matscher. Der große Matscher. Der war nicht gestern bei dir zu Gast. Na, der große Matscher. Nicht Macho, Matcha. Ach nee. So, merken Sie das schon, wie das jetzt hier so ein bisschen. Ja, und das riecht ja trotzdem. Ja. Und das macht auch das, wenn man sagen, den Geschmack danach. Hier ist und so was. Das macht das Öl eigentlich. Ja, ja, auch. Na klar. Außerdem, es muss ja feucht werden irgendwie. Das war ja ganz trocken vorher. So. Na. So, schön jetzt, war, wie das schon schön patschig ist. Ganz toll, ganz toll. So, ich habe ja gehört, Mike, dass Sie ein Biertrinker sind. Ja. Darf ich Ihnen trotzdem einen kleinen Küchenwein anbieten? Oh, gerne. Weil das riecht jetzt schon so gut. Ich gucke ja oft zu Ihrer Sendung und ich stelle fest, dass Sie eigentlich immer sehr gute Weine haben. Ja, ja, ja. Nicht teuer unbedingt. Nee, nee, aber gute. Gut. Ja, uiuiui. Beim Weißen oft oder meistens Deutschen. Ja. So wie heute auch, einen Riesling aus dem Rheingau, Martinstal, Langenberg von Diefenhardt. Oh, so. Das fängt ja aber auch an zu duften. Ja, und das, also ich habe eben gedacht, das duftet so, dazu muss ich irgendwie schon etwas auf der Zunge. Was auch eigentlich sehr wichtig ist, ist Löffelchen. Reichlich Zwiebel und schön klein. Ich sehe ganz klein, ja. Ja, das ist wichtig. Ganz klein, ja. Ich habe zu Hause so einen Hobel. So ein Brettchen und da sind so Zickzackgänger drauf. Ja. Die habe ich mal. Und da trägt das immer, da kriegt das auch so schön. Da brauche ich nicht. Weil. So kriegt man sonst gar nicht so schön, aber gestaunt hier. Ja, 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 wir haben das so. Ja, ja, sehr schön. So, jetzt wird das nochmal vermanscht. Ach, schön vermanscht. Wieder vermanscht. Noch wieder nochmal und dann. Nochmal der große Mancher. War hier nochmal? Der große Mancher. Das könnte ein Filmtitel sein. Ja, der große Mancher. Ja. Ja. Der große Mancher gets the blues. Ja, so. Und was jetzt auch wichtig ist, ist schwarzer Pfeffer. Ja, aus der Mühle. Aus der Mühle, hier ist er. So. Das ist ja. Und dann nehme ich auch eigentlich immer ein bisschen mehr, dass ich. Und ich lasse es ja, also wollen wir mal sagen, ich lasse es ja dann auch stehen. Ja, ja. Das ist wie mit dem Eintopf oder wie mit der Borscht. Wenn das jetzt zieht, dann wird es natürlich noch besser. Ja, da muss schon eine Nacht. Wir müssen es so probieren. Ja. Wir können morgen noch mal kommen. Ich schneide schon mal ein Brot. Ach, das ist aber lieb, ja. Kann ruhig ein bisschen, also die Scheibe kann ruhig ein bisschen dicker sein. Ja? Ja. Für mich nicht. Doch, für mich. Ach so, ich hab's dir gern dünn. Ja? Dann müssen wir auch dünner auflegen. Nein, dünnes Brot, aber dick. So. So. Ja. Ist die dick genug? Die ist sehr ach, die ist aber schön. Die ist dick, gut getroffen. So. So, und jetzt kommt da Butter auf die Schnitte. Gut. Oh ja. Schön Butter drauf. Auf die Schnitte. Ja, das schmeckt. So. So. Bisschen gekleckert hier, aber das macht ja nichts. Kann man ja alle immer schön abwischen, ne? Ja, 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 ja. So. So. Ah. Mein Wildschweinbraten. So. Und jetzt legt er da. Ja. Oh, das ist Ihre Schnitte, ne? So, ich mach mal bei mir schon mal. Dann können wir bei Ihnen auch gleich das drauflegen, ne? Meine, das macht ein bisschen Arbeit, aber geht, wa? Das ist doch nicht viel Arbeit. Nee, so, ich brauche ja bloß die eine.
Und ich halte es so, da können Sie sich das selber ein bisschen rauflegen. Ja? Ja, da wissen Sie, wie viel. Ne? Na ja, schon. Also ich lege das immer richtig schön. Ist da eine Grete? Nee. Ich lege das immer richtig schön drauf, ist keine Grete. Nee. Schön dick mache ich das da drauf. Ja. Und dann mache ich noch so ein bisschen. Und jetzt kann man natürlich auch ein Salatblatt noch so schön aufmachen. Der hat so ein knackiger Salat hier. Wie heißt der Salat, der so knackig ist? Roma oder, nee. Oder den. Mit Winter oder wie heißt der? Winter? Komme ich jetzt nicht drauf. So, dann mache ich jetzt mal ein bisschen so, das hier drauf, ja, so. Auch ein bisschen Petersilie noch drauf haben? Ja, natürlich. So. Schorchen. So, jetzt nehme ich noch kurz mein Wildschwein da raus. Ja. Sonst wird es zu gar. Butter. So. Okay, dann Butter. So, jetzt aber. Schorchen, das war meins, ja. Ja. Das bin ich aber mal gespannt. Jetzt bin ich aber auch gespannt. Oh, ich bin erst gespannt. Mmh. Mmh. Das ist aber lecker. Ja. Mein lieber Mann, das ist wirklich lecker. Was man auch so eine Makrele machen kann, ne? Oh. Jetzt habe ich einen ganz trockenen Riesling vom Rheingau. Der wird toll dazu sein. Super. Toll. Schön. Ha? Ach, das passt ja. Passt super gut. Ganz toll. Ist ein halt zu fürstlich. Ja, ja. Wir verwöhnen uns. Ja. So gut wir können. Gut. Toll. Fabelhaft. Sehr schön. Wirklich sehr lecker. Wirklich. So, meine Keule, Wildschwein, Pfeffer. Sieht schön mal raus, wa? Die ist schön. Also es ist eine halbe Keule. So, und jetzt habe ich den Bräter schon ein bisschen angeheizt. Und da muss ich jetzt ein bisschen Öl. So. Und die brate ich jetzt von allen Seiten an. Ich liebe ja Wild in jeder Form. Mögen Sie auch Wild? Ja. Wild. Also gerne, ja. Ich auch sehr. Wildschwein, aber ich mache das selber nicht, das macht meine Schwägerin. Ja, ist mir alles zu viel. Zu viel. Aber essen ja. Natürlich. Gut, ich hole mir da noch Entschuldigung. Das ist lecker. Ich esse halt. Aber der ist aber gut. Das ist gut. Ja, den zieh ich vor Bier vor. Ja, das aus Ihrem Munde? Ja. Na, das glaube ich ja nicht. Wirklich. Sehr schön. Ist aber auch ein besonders guter. Da muss ich mir dann nachher mal das Etikett angucken. Ja. Und ich gebe Ihnen sogar eine mit. Oh, nee. Ja. Dann haben Sie das gleich, wissen Sie gleich, wie der heißt. Das ist schön. Na. So. Bisschen anbraten von beiden Seiten. Dann kommen die ganzen, das ist Sellerie, Zwiebel. Muss denn natürlich nicht so klein geschnitten sein wie bei Ihnen. Ja. Muss man ein Stück essen. Da freue ich mich, dass Sie schmecken. Stäuchen. Hoch von allen Seiten. Ja. Bisschen bräunen. Was das jetzt hier spritzt mit dem Fett, was? Ich sehe ja schon so weit. Ne? Ja. Und das geht relativ schnell. Tatsächlich, ja. Wie viel Grad sitzen das jetzt ungefähr? Bei wie viel Grad macht man das so ungefähr? Das ist schon eine ziemlich große Flamme, eine heiße Flamme. Ja. So. Und das
Ich weiß, dass Sie hier sind, das ist doch hier sind auf dieser beschlagenen Töpfe und so. Nein, das ist ein Gusseiserner. Das ist ein Gusseiserner. Das ist ein Gusseiserner, ja. Das sind solche Bräter, solche Gusseiserner. Meine Mutter, die hatte früher einen aus Aluminiumguss. Ja, das hat man heute nicht mehr. Das gibt's, gab's, ja. Ich weiß, ja. Und darin hat die Karnickel gemacht. Ja. Aber das kann ich sagen. War gut, ja. Oh, sowas von braun ringsherum. Und eine so, meine Mutter hat ja nie so einer Soße irgendwie hier Mehl oder sowas dran gemacht. Nee, sondern das ist ungewöhnlich, denn die Generation unserer Mütter haben ja eigentlich viel mit so Mehlschwitzen und so. Ja. Da war sie aber schon sehr modern. Das war kräftig trotzdem, ne? Aber viel Zwiebel war dann so drin. Ja, Robert, ne? Klar. Ich mag ja Kaninchen sehr gern. Ja, ne? Jetzt habe ich da ein bisschen Butter reingetan. Ja. Jetzt schmort. Butter zu dem Fett, ja. Vorher war Öl, nur zum Anbraten. Ja. Jetzt, damit die Soße nachher, die Butter ist, Entschuldigung, Butter ist ein Geschmacksverstärker. Mhm. Und aus diesem Gemüse wird ja nachher die Soße gemacht. Und da muss ein bisschen Butter rein. Aha. Jetzt brät das so ein klein bisschen an. Dann kommt ein halber Liter Brühe. Rinderbrühe und so. Ist das selbstgezogene oder ist das? Nein, diese jetzt nicht. Also wenn ich Hühnerbrühe mache oder eine Gemüsebrühe, die mache ich immer selbst. So. Das duftet schon, das duftet sogar. Ja. Oh. Ne? Ich glaube, das war es jetzt erstmal abschmecken durchs am Schluss. Und da kommt jetzt der Deckel drauf. Deckel, wo war der Deckel? Da ist er. Da. Danke. Bitte schön. Und das kommt jetzt für eine Stunde in den Ofen, 170 Grad. Ja. So. Ach, schon heiß. Oh, warte. Das geht schnell, ja. Muss man aufpassen, ja. Bei 160 Grad kommt... 170. 170, eine Stunde. Eine Stunde, genau eine Stunde. Und dann... Na, dann wären das hier ungefähr gewesen sein auf dem Gashof 200. Was, Grad? Ich weiß gar nicht, auf dem Gas wäre 200 ja, Grad. Wahrscheinlich, gewesen. Ja. Guck, das, so kommt es dann nach einer Stunde raus. Oh, lecker. Ne? Sieht auch gut aus. Das nehme ich jetzt raus. Mhm. Dann tue ich hier rein. Soll ich halten? Soll ich? Ja, bitte. Die Gabel ging wunderbar rein. Wie in Butter. So, das können wir einfach hinstellen. Ja. Und jetzt kocht das noch mal. Das muss jetzt noch mal einkochen. Braucht ein paar Minuten. Und das wird dann die Soße, ja? Und ja, aber was mit dem Mohrrüben und was jetzt da alles mit drin? Also nach dem Originalrezept wird das durchpassiert. Mit so einer flotten Lotte oder ja, so. Ja, ja. Mache ich aber nicht. Ich finde es ganz angenehm, wenn man so ein bisschen die Rüben noch spürt und die Sellerie und so. Also das ist Geschmackssache. Das macht jeder, wie er es will. Aber ich denke schon, wenn man das jetzt. Also ich würde das so machen, ich würde durch Sieb gießen. Ja. Und dann würde ich das, was du im Sieb. Das würde ich dann so rein. Ja, das ist ja das, was die flotte Lotte. Das ist das ist die flotte Lotte. Ach, das nennt man flotte Lotte? Ja. Mhm. Also wenn man das jetzt nicht mit der Hand selbst macht, sondern da ist so eine Vorrichtung, die das so durchdrückt. Also ich meinte jetzt mit der Hand. Ja. Und das wollte ich nur sagen. Also bei mir dieses, was ich da gemacht habe, so ein Aufstrich, ja, da kann man auch, wenn man was wegnimmt, kann man auch ein bisschen Dings, wenn man die Hälfte bloß nehmen will, ein bisschen und das schmeckt dann wieder anders, aber schmeckt auch gut. Was ist bei meinem Brot wenn man Aufstrich? Wenn man dieses Tomatenmark. Ah, ja, Tomatenmark. Ein wenig dran, aber nur so ein bisschen. So. Muskatnuss. Oh ja. Jetzt duftet, hä? Und ein bisschen rühren, danke, danke. Und ein Schuss von dem Roten, den wir dazu trinken gleich. Aha. Aber nur so. Mhm. So. Denn zum Wild müssen wir natürlich einen Roten probieren. Ja. So gut der Weiße war oder noch ist. Ja, Sie haben ja noch ein Schlückchen. Ja, ja. Meiner ist alle. Ah! Und da gibt es noch einen Schluck. Das wundert mich jetzt. Also, das schmeckt wirklich toll. Das freut mich so, wie es Sie freut, dass mir Ihr Brotaufstrich so gut schmeckt. Das freut mich sehr. Wunderbar. Ich habe hier schon manchen zum deutschen Riesling überzeugt und verführt und begeistert. Oh, das ist toll. Und
bezahlbar, dass es nicht in diese absurden französischen Pouligny Montrachet und so zahlen sie 50, 70 Euro. Sowas kriegen sie für 5, 6, 7, 8, 10, je nachdem. Ja. Also das ist jetzt schon eine etwas feinere. Ja. Aber einen nicht viel weniger guten kriegen sie auch schon für 5, 6, die Literflasche. Ja. So, jetzt kommt noch saure Sahne rein. Das dickt ja auch schon ein bisschen an, die saure Sahne. Ja, natürlich. Die dickt ja auch schon an. So. Jetzt verrühre ich das noch mal. Und dann schneide ich. Wunderbar, das sieht ja wirklich, das sieht auch gut aus. Ja. Also. Und es riecht toll. Ja. Ja, muss ein bisschen einkochen, ne? Ja. Wie war das eigentlich zu Hause? Was war das für ein Elternhaus, in dem Sie aufgewachsen sind? Meine Eltern waren Landwirtsleute. Ah. Und wir sind so, wie sagt man, Flüchtlinge oder so. Also, wir haben gesagt, um sie umgesiedelt. Wir sind umgesiedelt worden aus Polen. Ja. Sie waren in Polen, oder? Ja. Also in der Nähe von Marienburg. Ach ja. So. Und dann ist Vater ist 48 aus der Gefangenschaft gekommen und so was, ne? Aus der sowjetischen, russischen Gefangenschaft. Und wir hatten ja kein Geld. Das war ja, und da wurde aus, also zum Beispiel Pferdefleisch, ne? Ja. Das waren ja, also Pferdefleisch, wenn meine Mutter da Rouladen gemacht hat, also das waren ja so eine Dinger. Und aus Pferdefleisch? Na klar. Schön Speckrind, das hat geschmeckt. Ja, und dann schön mit Salzkartoffeln. So. Ja. Ich esse ja immer noch gerne diese mehligen Kartoffeln. Und immer noch gerne lauter solche deftigen Sachen. Ja. Ich bin zum Beispiel kein Nudelfreund. Kein Risotto und solche ganzen Dinge. Nee, interessant. Nee. Aber schön, ist schön, sehr konsequent. Ja. Also kochen Sie auch solche Sachen. Ja. Fantastisch. Soweit es mir gelingt. Ja. So, das können wir weg, wa? Das tue ich mal ein bisschen weg und schneide jetzt schon mal das Fleisch. Das können wir schon kriegen. Mmh. Da, also, das freut mich ja. Der große, man hat mir angekündigt, der große Biertrinker. Ich trinke gerne Bierchen. Abends auch, ja. Na, geradezu diese Art von deftigem Hausmannskost passt natürlich im Bier schon sehr gut. Aber ich, zum Essen trinke ich eigentlich immer so. Auch gern Wein. Ja, zum Essen. Also, deutsche Riesling, Sie kriegen den nachher mit. Oh, schön. Kann ich nur empfehlen. Na, wunderbar. So, jetzt wird das angeschnitten. Das kann ich hier schon mal auch hier wegstellen, ne? So. So. Ups. Ich halte das mal fest. Das ist ja. So. Oh, das ist aber schön durch. Das ist schön, ne? Soll ja nicht zu sehr, also so ein ganz klein bisschen rosa ist er noch, das finde ich sehr, sehr schön. Mhm. So. Überlegt, dass das mal ein Wildschwein war, ne? Ja, dem hat man auch den Kopf abgeschlagen, wie ihrer Makrele. Den Kopf, aber nur den Kopf. Nur den Kopf. Ja. So. Das tue ich dann da rein. Dann wird das noch mal warm. Ach so. Da. Das kommt hier rein jetzt? Ja, ich warte noch einen Augenblick. Ja, ein bisschen. Ich schmecke das jetzt auch mal ab. Und es ist noch einen Augenblick da lang. Natürlich, selbstverständlich. Es ist jetzt nur so sehr heiß, aber ich muss jetzt mal sehen. Zucker und eventuell Zitrone. Aber da muss man sehen. Was da jetzt fehlt, aber es ist halt sehr heiß. Ne? Oh, wenn Sie doch so ein Tellerchen, auf ein kleines Tellerchen, da kühlt es ja gleich ab. Das stimmt. Und wenn Sie dann auch gleich zwei große Teller bringen. Ja, kann ich dann machen, natürlich. Das stimmt. Na, zwei mittelgroße, wa? Ja. So. Wie kriege ich das jetzt von dem Teller runter? Ein Löffelchen, ja. Und? Gut. Sehr gut. Auf keinen Fall. Das kann ich hier wegnehmen? Ja. Keine Zitrone mehr. So. Also, wissen Sie, das ist jetzt die Frage,
ist man katholisch, dann presst man es durch. Ist man evangelisch, dann lässt man es so. Das ist eine Glaubensfrage. Also man kann das wirklich, so wie Sie sagen, durchpressen. Ja. Aber man kann es so lassen, dann kann es auch so sein. Dann hat man, ja, und man hat noch ein bisschen Gemüse dazu. Ja, das ist schön. Hm? Ach, das ist so warm, das brauche ich gar nicht reinzutun. Nee. Nur, wenn man das länger draußen lässt. Aber wenn man das jetzt reinmacht, glaube ich, zieht es noch mal ein bisschen. Zieht er noch mal ein bisschen. Kann man noch ein bisschen, ich habe es ausgemacht. Ja. Aber heiß ist es. Ich drehe es noch ein bisschen um. Ja. Gut, wenn Sie uns netterweise aus der Karaffe zwei Rotweinlese anschauen. Oh. So. So. Beine Fresse. Aus einem Guss. Hm? Wunderbar. Kein nichts verschüttet? Nee, vor allen Dingen gleich viel toll. Für jeden. Also nein. Nicht für mich mehr oder so. Nee, nee. Ja, schön gleichmäßig. Hm. Erstmal gleichmäßig, dann wollen wir ja sehen beim zweiten. Ja. So. Na, hier bin ich aber gespannt. Jetzt wollen wir so. Und was würde man jetzt dazu? Salz, Kartoffeln oder Reis? Kann man auch nehmen. Reis, ja, Knödel passt natürlich. Serviettenknödel passt toll. Auch solche Kartoffelknödel, alles. Ja, also ich wollte das ja dann mit richtig schön so mehligen Salzkartoffeln. Ja, das kann man wunderbar. Ja, schön. Aber Sie haben recht, das nächste Mal werde ich die doch durchpassieren. Ja. Ja, ja. Ich will mal die Soße. Ja. Fleisch ist wunderbar. Nicht gut. Ja. Aber wenn man es passieren würde, dann wäre das Ganze eine Einheit. Mein Lieber, dazu passt jetzt der Rioja. Oh. Rioja. So gut.